Blöde Werbung. was wollte ich sagen? Ja, genau. Ich spiele nämlich SimCity 4 parallel auch mal privat. Und beim Privatspielen ist mir so einiges aufgefallen, was wir auch hier für unsere Stadt machen können. Mir ist nämlich aufgefallen im privaten Let's Play tatsächlich, dass wir, wie hier auch schon, zu viele Wohngebiete haben in unserer Stadt. Tatsächlich, weil es kommt auf die Gewerbegebiete drauf an und auf die Industriegebiete. Und genau, wenn wir jetzt hier mal auf die Zonen gucken, sehen wir, es ist zwar 50-50, aber 50-50 ist zu viel an Wohngebiet. Deshalb würde ich einfach mal vorschlagen, bevor wir jetzt hier die komplette Stadt einfach im kaputt machen, ersetzen wir mal diese Häuser mit Büros. Und, oh, ich sehe gerade, wir brauchen hier Schwerindustrie. Warum brauchen wir denn hier Schwerindustrie? Okay. Wie war das denn jetzt hier nochmal? Hatte ich hier eine... Ah, muss ich tatsächlich eine neue Stadt aufmachen für? Okay. Neue Industriestadt, Freunde. Weil wir brauchen ja komischerweise Schwerindustrie en masse. Ja, dann machen wir das einfach mal hier so. Zack und zack. Und hier würde ich sagen, bauen wir tatsächlich aber Müllkraftwerke hin. Beziehungsweise erstmal eins, weil durch das Müllkraftwerk können wir über den Nachbarschaftshandel von Sebitown Müll importieren. ist mir auch aufgefallen, dass wir das einfach so machen können. Und weil da haben wir nämlich mehr Möglichkeiten, tatsächlich den Müll aus unserer Hauptstadt wegzukriegen. Und genau, was mir noch aufgefallen ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal schon gemacht haben, aber ich glaube schon. Wasserpumpen, verdammt. Wasserpumpen in die Ecke und das Kraftwerk arbeitet natürlich nicht, wenn es keinen Müll zum Entsorgen hat. Deswegen bauen wir nochmal ein normales Ölkraftwerk da hinten. So, wunderbar hier. So, jetzt geht's los. Steuersatz abändern. Bitte keine Hightech-Industrie hier hinbauen. Weil die wird hier nicht lange überleben, das kann ich euch jetzt schon sagen. Hightech-Industrie gemischt mit Schwerindustrie ist eine tödliche Verbindung. Weil, ja, Hightech ist halt Hightech. Die haben es halt nicht so gerne, wenn sie da direkt neben so einem Schmelzofen steht oder so. Deswegen, ja. Genau, Freunde, alles mit Vorbereitung hier. Dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, tatsächlich, hier bei SimCity 4. Wie es hier jetzt stetig auch weitergeht. Oh Gott, war das jetzt zu weit? Shit, das war eins zu weit. Und, ja, wie unsere Region hier weiter wächst, tatsächlich. Das ist ja wirklich schon ganz cool hier. Und genau, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an hiermit. So. Dann. Zack. Und los. Baut auf. Baut eure Schwerindustrie auf hier. Zack. Es ist so krass, wie schnell das einfach geht, ne? So. Dann hier auch nochmal. Luftverschmutzung ist hier kackegal, wirklich. So. Oh, wir haben Brownouts. Oh, wir haben hier Blackouts. Oh Gott. Alles klar, dann schnell hier Kraftwerk. Kraftwerk, Kraftwerk. So, alles klar. Puh. Und ein Feuer. Ja, okay, aber Feuer wisst ihr ja, was ich da mache, ne? Ist ja wieder mal so. Genau, dann reißen wir einfach mal Gebäude ab. So, und dann bedienen wir mal hier die Nachfrage nach Schwerindustrie. Ich meine, die ist ja schon bedient. Genau, dann lassen wir die noch aufbauen, schön. Und dann gehen wir auch wieder in unsere Hauptstadt. Ganz genau. Wobei, ich habe gesehen, wir brauchen auch Hightech-Industrie im Moment. Genau, und ein Trick für die Hightech-Industrie ist auch tatsächlich... ein Müllkraftwerk zu bauen. Weil die beschweren sich nämlich oft wegen Müll. Deswegen
damit sie sich hier aufbauen. Seht ihr das? Weil dann benutzen sie nämlich diese Gebäude hier wieder. Was ist das hier? Gelände. Einfach nur ein Gelände. Na gut. Freie Grünfläche, alles klar. Gut, dann haben wir die Nachfrage aber auch gedeckelt, nehme ich mal an. Ne? Ja, haben wir. Sehr gut. Okay. Das heißt, wir können wieder zurück in unsere Hauptstadt. Und dann hier am besten weiter Wohngebiete durch Gewerbegebiete ersetzen. Und warum ist das grün? Ich habe hier Büros hingezimmert. Warum ist das grün? Verdammt nochmal. Das soll blau sein. So. Alles klar. Jawohl. Und ja, im Prinzip ist jetzt diese Folge tatsächlich so Anpassung angesagt. Ach, jetzt fliegt hier immer noch das... jetzt fliegt hier immer noch dieses Flugzeug rum. Ja. Alles klar. Alles klar. Das möchte ich jetzt aber nicht die ganze Zeit hier rumfliegen haben. Gut, dann ersetzen wir mal ein paar Wohngebiete mit durch Gewerbegebiete. Machen wir mal die kleinen Häuser weg. Es tut mir leid, Leute, aber es muss sein. Die kleinen Häuser müssen weg. Tut mir tatsächlich auch dieses große hier kommen. Weil, ja, das ist halt nötig. Ne, damit die Häuser auch wieder schön genutzt werden. Ne, damit wir hier nicht die komplette Stadt verkacken. Das habe ich nämlich bei mir gemerkt. Irgendwann wird das so unübersichtlich mit der ganzen Sache. Mach auch mal diese ganzen Sachen hier weg. Auch wenn wir dadurch erstmal weniger Steuereinnahmen kriegen, aber... seht ihr das? Die Häuser werden schon genutzt wieder. Dann bräuchten wir theoretisch auch wieder Gewerbe nach... Industrie? Nee. Wir bräuchten auch wieder, was soll ich sagen? Wir bräuchten wieder, reiche Gewerbegebiete Nachfrage, ne? Weil das hier, wie ihr seht, auf von geringer Nachfrage verlassen. Das heißt, das muss auch weg. Ja, genau, Freunde. Machen wir erstmal eine Pause bei dem Einwohnerzuwachs. Und kümmern uns einfach mal, ja, um eine gute Aufteilung zwischen Wohn- und Gewerbegebieten. Ich meine, hier ist ja auch alles wieder verlassen, ne? Das ist ja auch alles total beknackt, aber was soll man da machen? Ist halt so. Aber ihr seht's, ne, hier? Hier sind sie jetzt wieder alle da. Vergesst Geräusch hoch. Ja, okay. Alles können wir natürlich nicht machen. Ist klar. So, dann machen wir einfach mal weiter. Reißen wir einfach verlassene Gebäude ab. Weil die kosten nur unnötig Geld, habe ich das Gefühl. So. Das Blöde ist auch, dass die immer gerne wieder reiche Gewerbegebiete aufbauen, obwohl, ja, die gar nicht gebraucht werden. Oh, was ist denn hier aufgetaucht? Mittleres Gewerbegebiet, Kunden wenige. Große Datenbürotor, wo kommt ihr her? Genau dafür. Einfach um mehr Jobs in dieser Stadt zu schaffen. Damit die Leute keine langen... Was ist das jetzt? Keine langen Pendelwege haben. Und dementsprechend auch nicht in die Nachbarstadt fahren und dementsprechend auch hier wohnen bleiben. Gut. Also, was ist mit dem Flugzeug, Freunde? Ich reiße jetzt gleich die Landebahn ab und baue da eine neue hin. So, das Flugzeug, das nervt. So, dann baue ich eine neue hin. Perfekt, Freunde. Und ja, im Prinzip wäre es das... schon. Genau, wir müssen jetzt einfach darauf achten, dass wir hier mal Mülllagerung bis ein Ende haben. Was? Wie Mülllagerung? Nachbarschaftshandel, Müllexport, los. Hier können wir jetzt nämlich auch Müll exportieren, wie ihr seht. Haben wir Müllverschmutzung? Nö.
Die haben keine Müllverschmutzung. Okay, ja, dann ist das doch easy. Alles klar. Und wie gesagt, Wohngebiete weiter ersetzen. Weil ich habe auch gemerkt, bei meinem privaten Durchgang, mehr Wohngebiete bringen nichts, weil wenn sie nicht genutzt werden. Wisst ihr, weil die Bürgerzahl hat sich nicht mehr erhöht, als ich es gespielt habe. Deswegen, ja, ihr seht es auch hier, und die sind alle arbeitslos. Alle arbeitslos. Alle arbeitslos hier. Ja, perfekt, Freunde. Da kommt wieder ein schicker Büroturm. Sehr gut. Wie viele Jobs hat der? 3000. Aufgrund geringer Nachlage verlassen. Nee. Hä? Ist das ein Wohngebiet? Ach, das ist ein Wohngebiet. Ach so. Ich dachte, das wäre Büroturm. Ja, alles klar. Gut, dann können wir vielleicht auch mal an eine Gewerbesteuersenkung denken, weil wir verdienen ja gerade was, ne? Mach mal die Gewerbesteuer runter, weil ich glaube, so weh tut das nicht. Das tut gar nicht so weh. Guckt euch das an, das ist gar nicht so schlimm. Und ja, dann gucke ich mal, ob wir hier... Industrie schon wieder? Nee. Ja, seht ihr das? Die sind nämlich alle immer direkt verlassen. Geringe Nachfrage. Dann wieder abreißen. Oh, verdammt. Sorry. Kommt direkt wieder der Dings hin hier. So. Direkt wieder eine Bahn hier hin. So, zack. Genau. Was können wir hier noch ersetzen? Ich würde sagen... Dieses Gebäude hier können wir ersetzen. So. Und dann am besten nochmal hier sowas hier hin. Parks. Weil die helfen immer, die Parks. Ihr seht es, ne? Da kommt wieder was. Und genau. Da können wir eigentlich auch hier diese Gebäude hier können wir eigentlich auch schon ersetzen. Komplett ersetzen, Freunde. Wir machen hier gerade radikalen Umbruch. Weil wir brauchen mehr Jobs in unserer Stadt. Das ist einfach so. Wir brauchen mehr Jobs. So. Aber es sieht doch schon deutlich besser aus. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Es sieht schon deutlich besser aus als am Anfang. So, so, so. Genau, dann können die nämlich auch die Jobs generieren. Sehr schön, Freunde. Dann ist mir noch was eingefallen. Und zwar, wir können doch hier am See, an dem Ufer hier, können wir doch auch ein schönes Gewerbegebiet hochziehen. Und auch die, habe ich mich gerade erschrocken. Und auch die Einschienenbahn können wir hier, also die Hochbahn, können wir hier auch hinziehen. Genau, guckt mal hier so, Freunde. Weil wenn wir nämlich irgendwann hier rüber gehen, dann können wir hier auch eine schöne Brücke bauen. So. Können wir das hier irgendwie verbinden? Geht das? Können wir das irgendwie verbinden? Verdammt. Nein, verdammt. Das ist ja zu gut gewesen. Alles klar. Aber so kann man das doch, oder? So kann man das doch... Das muss man doch verbinden können. Ach, hier gibt es Kreuzungen? Ach, aber nur für Entgegenkommende, ne? Obwohl. Ey, das ist interessant. Interessantes Konzept. Mit der Kreuzung. Ah, verdammt, das kann man so nicht verbinden. Aber ist nicht schlimm, dann verbinden wir es halt nur so. Verdammt. Warum muss der wieder alles hier abreißen? So. Oder wir machen es so. So kommen beide hin. Ja gut, dann machen wir es so. Dann machen wir die Verbindung so hier hin. Gut.
Können wir nämlich hier vorne tatsächlich noch mehr Gewerbegebiete hinbauen. Mach mal dreimal. Oh, guck mal. Die können hier alles hochziehen hier. Das ist natürlich cool. Hallo? Mach doch. Warum? So, jetzt. Komm. Hallo? Was ist hier los? Jetzt aber. Ja, genau. Und hier? Ah, okay. Die wollen scheinbar nicht hier irgendwie... Hä? Na gut. Dann baut mal. Dann baut mal. Würde ich sagen. So, dann machen wir hier nochmal ein paar Parks hin. Für die Leute. Damit sie hier auch ein bisschen... ja, gerne zur Arbeit gehen, sag ich mal. Gut, und dann können wir eigentlich... Können wir hier noch einen Strand hinbauen oder so? Ach, guck mal. Wir haben ja noch das Erstligastadion. Hm, nee. Wir können hier noch einen... Können wir theoretisch hier einen Strand hinmachen? Können wir theoretisch, ne? Wartet mal. Wie funktioniert das? Geil! Okay. Guckt euch das an. Das ist natürlich cool. Hier, Lagerfeuer. Das ist cool, der Strand. Ja? Der Beach sieht schon cool aus. Alles klar, Freunde. Warum bauen sie jetzt hier wieder reiche Wohngebiete hin? Beziehungsweise Gewerbegebiete. Warum? Ja, dann machen wir hier noch... Grünflächen, ja. Okay. Die können wir natürlich auch hier aufbauen, ne? Oh Gott, ich habe hier irgendwie Schiss, dass ich hier irgendwas kaputt mache, aber nee, das passt schon. So, dann machen wir einfach mal weiter hier. Hä? Was ist denn das jetzt? So. Hallo? Da können wir hier nicht so aufbauen, Mensch. Hallo? So. Gut, Freunde, und warum ist das da oben wieder verlassen? Hä? Müssen wir hier noch mehr Gewerbegebiete schaffen. Ich weiß, ich war am Anfang so voll stolz auf die... oh Gott. Die Finanzen. Oh Gott. Steuern erhöhen. Kommt. das war's dann für die Gewerbesteuer. Ich weiß, ich war am Anfang voll stolz auf die... Oh Gott, das reicht nicht. Auf die Wohngebiete. Ach, Gott sei Dank. Auf diese großen, fetten Klötze. Aber die sind nicht immer gut. Das merke ich gerade. Die Klötze sind nicht immer gut. Oh Gott, wir müssen gerade mal das hier im Auge behalten. Was ist denn das? Was ist das denn? Was? Was ist... Was zur... Ja, reiß das ab. Reiß das ab. Warum, oh Gott. War das ein Chemieunfall oder was war das? So, Gewerbesteuern mussten leider wieder hoch. Es tut mir leid, Leute. Aber ihr seht, da kommen schon wieder neue Büros. Von daher, oh Gott. Das wird mir leider ein bisschen zu knapp, muss ich sagen, hier mit der Kohle. Deswegen müssen wir leider, sorry. Einmal so. Das reicht nicht, ne? Oder? Das reicht nicht. Oh Mann. Verdammt, da muss man jetzt leider die Steuern erhöhen. Das tut mir leid, Leute. Ja, das können wir nochmal laufen lassen. Das war mir gerade ein bisschen zu eng. Muss ich sagen. Beziehungsweise es ist noch zu eng. Schaut euch die Finanzen an. Oh Gott, wir haben echt nicht mehr viel Kohle. Speicher mal bitte. Speicher mal bitte. Nicht, dass hier irgendwas grundlegend schief geht gleich. Wir werden aber immer noch gefeiert, wie ihr seht. Ja, da kommt wieder ein fettes Hochhaus.
Alles klar. Oh, sehr gut. Bin ich mal gespannt, ob das direkt wieder grau wird hier. Pendelei. Ja. Pendler 0. Das war so klar, ne? Pendler 0. Also gut. Das hier, was ist hiermit jetzt? Keine Ahnung. Ja gut. Ich meine, aber warum ist das... Was für Mülllagerung? Ach so. Wir importieren Müll. Ja, okay, dann ist klar. Oh Gott. Ah, Freunde, da müssen wir gerade mal ein bisschen laufen lassen. Wie gesagt, die Finanzen, die machen mich gerade ein bisschen nervös. Muss ich sagen. Lass die einfach mal aufbauen. So, da kommt was, da kommt was. Mir ist noch was aufgefallen, und zwar, es ist eine komische Sache, dass ihr tatsächlich meinen Mauszeiger nicht seht. In einem Video. Ne, wo ich mich gerade frage, warum ihr den nicht seht, den Mauszeiger. Das ist sehr interessant, weil ich sehe ihn hier klar und deutlich. Ne? Das heißt, ihr seht gar nicht, was ich hier mache, im Prinzip, aber... Ach Mann, warum baut ihr überall reiche Gewerbegebiete, wenn ihr sie am Ende wieder verlasst? Mensch, Freunde. Es kann doch nicht sein. Dann baut keine reichen Gewerbegebiete. Wenn ihr sie eh verlasst am Ende. Hier auch wieder. Was ist das? So. Heute expandieren wir tatsächlich nicht so viel. Es war mir klar, dass die... ja. Ach, keine Ahnung. Hier auch wieder. Was soll das, Leute? Ah, die Autokinos. Das ist eine gute Idee. 130 Jobs. Yo. So. Und wie gesagt, wir müssen auf die Finanzen achten gerade. Das ist echt blöd. Können wir vielleicht noch irgendwo... Ja, wir können noch Mautstationen bauen. Das ist doch so mein Steckenpferd hier. Mautstationen. Einfach ein bisschen... Ja. Hallo? Bisschen Geld kassieren. So. Aber wir brauchen's. So, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal 3x3. Industrie? Schwerindustrie. Ja, okay. Dann gehen wir mal in die Industriestadt kurz zurück. In die neue Stadt hier unten. Und dann baut auf. Los. Hä? Ist auf einmal doch keine Nachfrage. Hä? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich gerade echt nicht. Aber ist in Ordnung. So, seht ihr das? Die bauen immer wieder hier die Reichbüros auf. Obwohl sie nicht genutzt werden. Das verstehe ich gerade nicht. Was soll das, Freunde? Aber hier wird doch Schwerindustrie... Ah, okay. Wir müssen hier noch eine Straße runterziehen. Genau, Freunde. Dann haben wir jetzt auch hier den, den Verkehrsfluss und wir können hier Mautstationen aufbauen. Sehr schön. Die Leute schön alle 50 Meter abkassieren. Ich meine, da beschwert sich ja keiner drüber. So. Der Pendelverkehr ist nämlich schon... Oh, Moment. Die müssen noch mit Strom verbunden werden. Pendelverkehr ist schon eine lukrative Einnahmequelle. Ich weiß, das ist ein bisschen makaber, aber... Pff. Ich meine, schaut euch das an hier. Hier die Mautstation, die wird natürlich nicht genutzt. Oh, die werden doch nicht genutzt. Ich dachte, die werden schon genutzt hier. Ah, gut, okay. Gefällt mir aber immer noch nicht so wirklich, dass wir hier nichts auf den grünen Zweig kommen. Wir haben hier wieder Schwerindustrienachfrage. Ja, dann probieren wir es nochmal. In der anderen Stadt.
Das müsste jetzt eigentlich überlaufen. Wenn es logisch ist, dann ja. Jawohl, und es ist logisch, sehr gut. Ohne Nass kein Spaß. Ihr seid mir echt welche. So. Das heißt, hier vorne muss noch eine Wasserpumpe hin. Am besten zwei. Oh Gott, die Energie? Ja, tatsächlich. Alles klar. Bro, wir haben wieder Blackouts hier. So. So. Aber was hier alles an Industrie nachgefragt wird, ne, das ist schon krass. So, 51,2. Na dann komm. Dann komm. Sehr gut. Boah, noch mehr Kraftwerke. Zur Hölle mit euch. Echt. Öffentliche Energie. So. Muss erstmal reichen. Mit euren Kraftwerken. Ah. Ja gut, ich bleibe. Die wächst halt, die Stadt. Was soll man da machen? So. Ja, genau. Oh, Leute. Wie viele Wasserpumpen noch? Und Kraftwerk noch oben drauf hier. So. Machen wir das mal. Hier hin. So. Genau. So, dann haben wir die Schwerindustrie schön ausgelagert. Das ist sehr gut. Und ja, können wir wieder hier zurück. Dann vielleicht mal wieder neue Gebiete ausheben, war, aber ich sehe da schon wieder verlassene Sachen hier. Oh, Leute, was macht ihr hier? Ihr habt kein bisschen Sinn für vernünftigen Aufbau, Mensch. Ey, warum kann man das nicht? So. Alles klar, Freunde. Weitere Wohngebiete plätten, weiß ich nicht, weil die sind alle arbeitslos und hier die sind verlassen aufgrund geringer Nachfrage. Das verstehe ich nicht. Wenn ihr doch arbeiten wollt, dann arbeitet doch hier. Nein, bitte keine Mission. Dann arbeitet doch bitte hier. Ich habe doch hier Gewerbeflächen ausgehoben. Mensch, nochmal. Da muss man aber auch überall selber nachhelfen hier. So. Da unten kann noch eine Mautstation hin, sehe ich gerade. Ja, ein bisschen die Leute abzocken. So. Das sind zu viele Häuser. Das sind leider echt zu viele Häuser hier. Viele Wohnhäuser. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Also die ganz großen möchte ich schon gerne behalten, weil da bin ich stolz drauf. wir können es uns jetzt auch wieder leisten, steuertechnisch. So. So. Dann hier auch. So. Das hier auch alles weg. So. So. Blöden Gewerbegebiete. Mensch. Viel zu viel. Wir haben viel zu viele Häuser gebaut am Anfang. Wir waren einfach nur auf Wachstum, schnelles Wachstum aus. Aber haben gar nicht geguckt, ob die Leute überhaupt arbeiten. Oder Jobs finden. Deswegen. Ja, müssen wir hier die Gebäude jetzt ein. Leider abreißen, es tut mir leid. Was soll ich machen, wenn die Leute hier so komisch die Grundstücke erschließen? Ach, komm. Gewerbe. Wir brauchen Gewerbe. Ah, ist klar hier. Und dann hier auch nochmal am besten. Wobei, dann könnten wir eigentlich auch das eine oder andere Krankenhaus abreißen, denke ich. Das frisst ja auch ohne Ende Kohle, ne? Die Krankenhäuser. Bauen sie schon wieder sowas.
auch wann nicht, wenn ihr da nichts mit macht, Mensch. So. Ah, seht ihr das? Und die Häuser werden schon sauberer. Oh, und wir sind am Folgenende, Freunde. Alles klar. Das ging schnell. Machen wir hier die noch weg. Dann würde ich einfach mal sagen, liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und jo, bis hier weiter geht's wieder beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.